Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Supreme Modded. Hier geht es heute wieder los, Leute, und es wird wild. Als erstes sehen wir ziemlich viele Delta-Dinos und mit denen geht einiges schief, könnte man so sagen. Danach versuchen wir uns daran, Delta-Trike zu zähmen, damit wir endlich mal ein paar Bären farmen können. Und am Ende geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann, und wir sehen so ein paar neue Bosse, könnte man so sagen. Also, wenn euch diese Folge gefallen sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Wenn ihr abonnieren wollt, das wäre noch viel lieber von euch, um keine der Folgen zu verpassen. Ich werde wieder ein paar liebe Kommentare von euch einblenden. Vielen lieben Dank dafür und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. So, Leute, hier geht es wieder los an diesem wundervollen Freitag. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ark Supreme, wir legen wieder los. Vor meiner Haustür sind mal keine Dinos, weil ich gerade einen Dino-Wipe gemacht habe, weil ich gucken wollte, ob ich noch neue Delta-Dinos finden kann, die ich mir möglicherweise ranholen kann. Auf jeden Fall, Leute, heute ist nicht nur Freitag, sondern es ist heute auch Pokémon-Tag. Oh mein Gott, heute ist die neue Pokémon-Edition rausgekommen und ich werde am Wochenende nur streamen und die ganze Zeit Pokémon streamen. Ich habe so viel Bock drauf. Ich war noch nie so gehypt. Pokémon war meine Kindheit. Und ich habe mir jede Edition geholt und heute kommt eine neue und deshalb werde ich auf jeden Fall richtig Pokémon reinsuchen. Aber ich wollte euch vorher noch meine großartige Base zeigen. Oh nein. Oh nein. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, ich wollte heute unbedingt noch eine Folge aufnehmen. Eigentlich wollte ich heute richtig reinsuchen. Ich dachte so, hoffentlich kriege ich noch irgendwie eine Ark-Folge hin oder schaffen wir heute zusammen. Ja, guckt euch meine Base an, die ist nicht so schön. Ich wollte eigentlich Fenster reinmachen, konnte mir aber keine Fenster leisten, weil ich keinen Kristall hatte. Ich habe nur 20 Kristalle oder so. Habe ich die überhaupt noch dabei? Ja, ich habe 20 Kristalle, mehr habe ich nicht. Und so konnte ich mir keine Fenster leisten. Ich hätte welche einfach so machen können ohne Fenster drin, aber es sieht scheiße aus. Von daher habe ich es einfach gelassen und das ist jetzt einfach ein Klotz. Und der sieht echt schlimm aus. Und in der zweiten Etage ist halt gar nichts. Also hier ist echt doch überhaupt nichts und hier habe ich halt soweit alles so ein bisschen vernünftig hingestellt und meiner Biene geht's gut und da habe ich schon wieder Essenzen drin gemacht, ja, und Honig habe ich auch schon wieder ein bisschen gemacht. Also wir können auf jeden Fall wieder loslegen. Mein Bulkblock, den werfe ich gleich raus. Wir rennen hier ein bisschen rum, gucken, was wir so finden, und ich will auf jeden Fall mehr Delta-Dinos zähmen, damit wir gegen den Delta-Boss antreten können, weil das ist das nächste Ziel, was wir haben, damit wir Alpha-Kibbel freischalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Kibbel, ich muss noch einmal kurz gucken. Alpha-Kibbel ist das nächste und dafür muss man hier unlocked by defeating the Delta-Boss. Also ich muss den Delta-Boss wegknechten, damit ich Alpha-Kibbel freischalten kann. Und das wird wahrscheinlich schwierig, denke ich. Und dafür brauchen wir mehr Delta-Dinos. Okay, Dinge sind passiert. Und ich habe das in meinen Kommentaren gelesen. Wollte das nicht so richtig glauben, ehrlich gesagt. Also, was heißt, ich wollte es nicht richtig glauben? Da sagte einer, wenn du die Biene einpackst mit der Soul Gun und die wieder rauswirfst, verschwindet die. Und ich habe gerade meinen Bulbdog rausgeworfen und er ist verschwunden. Er ist ohne Witz, ich habe ihn geworfen und er war einfach weg. Ihr seht, meine Kugel ist leer. Habe ich noch eine Kugel? Ich habe zwei Traps, beide leer. Bulbdog gone. Der ist einfach gone. Komplett. Aber das ist okay, nämlich ist hier ein Delta Dodo und ich werde jetzt versuchen, den auszunocken mit meinen super coolen Pfeilen. Oh, das ist ein Passive Tape, ich wollte ihn nicht ausnocken. Lul, hier, komm her. Ich hab 9 Delta Dino Haar. Was jetzt, hä? Ja, guckt euch das an. Der wirkt auch viel stärker als mein Bulbdog. Obwohl, nee, der Delta Dodo hat irgendwie gestern 14 Schaden gemacht oder so. Ah, vielleicht nicht unbedingt stärker als mein Bulbdog, aber er ist schneller. Das ist doch auch schon mal was Cooles. Oh, ich kann hier Alpha Dodo Evolution will evolve to... Was? Mit einer Mejo-Beere? Was ist das denn für ein super Sonderangebot? Aber ich glaube, ich will den vorher leveln, bevor ich den entwickle. Das ist ja ein Schnapper. Was ist das denn? Ja, ich gehe mit meinem Dodo unterwegs. Der kann übrigens Holz farmen anscheinend. Ich wollte nämlich gerade gucken, ob der Bären farmen kann. Ich brauche irgendwas zum Bären farmen. Nee, aber Holz kann er farmen. Let's go. Wisst ihr was? Ich wäre... Nein, nicht jetzt, Biene, Mann. Ich wollte gerade was machen. Warum bist du so Biene? Warum? Was soll das jetzt schon wieder? Ehrlich, ich... Ey, yo, jetzt ist der Dodo sauer. Warum ist der Dodo sauer? Hey, ich verstehe gar nichts mehr. Jo, Dodo, du hast nur 6 Schaden. Ich verprügel dich übel. Eigentlich wollte ich mal die Theorie testen, ob ich den halt einpacken und wieder rauswerfen kann. Aber anscheinend wird das nichts, weil wir haben hier eine Schlägerei. Aber eine heftige Dodo-Schlägerei. Dafür war ich selber nicht bereit. Hier, 4 Damage. Jetzt gibt es richtig eine. 45 Damage. Ja, was sagst du dazu, hä? Junge, jetzt hau ich richtig rein. Oh, okay. Let's go. Cooler Kampf. Ich habe wieder so eine Biene bekommen. Oh, übrigens, ich habe noch eine im Inventar. Die muss ich auch noch zu Hause rauswerfen. Aber ein Delta-Kristall ist auch eine coole Sache. Nehmen wir mit. Ich finde, Delta-Para klingt gar nicht mal so schlecht. Und er braucht auch nur einen Kibbel. Ich habe einen Delta-Para. Und wisst ihr was? Jetzt eben noch einen. Und bei dem werde ich das jetzt mit der Soul-Kugel probieren. Wartet. Wir craften eine neue. Werden den einpacken. Und dann will ich es nochmal testen. Weil irgendwie, das war echt buggy. So, zack. Ich werfe den direkt wieder raus. Ah! Nein! Ho, ho, ah! Ah, nein, 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 du gehst nicht rein, du gehst nicht rein. Para, para, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Delta Dillo. Delta Dillo? Der macht 1400 Schaden, Delta Dillo? Warte, aber der ist diesmal nicht verschwunden, der Para. Ist das, wenn man das im Admin-Modus macht? Hä? Warum ist mein Bulbdog verschwunden und du nicht? Ich habe jetzt extra einen scheiß Para gezähmt. Das kann mir keiner erklären. Ich wollte euch das so gerne zeigen, wie verbuggt das war. Ich würde es aber nicht drauf anlegen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich benutze sie einfach nicht mehr. Jo, der Dillo ist hier. Scheiße, nein, nein, nein. Ah, Para, Para, nein, nein, bitte. Nicht sterben, nein. Para, rück zurück, zurück zu rennen.
Renn, renn, lass dein Brudi sterben, lass dein Brudi sterben. Ehrlich, lass den zurück, der ist egal. Ich brauch dich aber zum. Oh, da ist ein Raptor. Oh, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Zieh durch, wir müssen irgendwie nach Hause kommen, ohne zu sterben, okay? Schaffen wir das? Wir schaffen das, definitiv. Wir schaffen hier gar nichts. Wir schaffen hier gar nichts. Nee, Raptor. Raptor hat ihn gefressen. 66.000 Schaden gemacht. Elektro-Raptor. Ach, Mann. Jetzt habe ich 2 Kimmel gewastet. Oh, Junge, der hat richtig Bock. Fällst du runter? Fällst du runter? Ja, ja. Nee, du fällst nicht runter, nein. Ich dachte, du fällst runter. Oh, nein. Ich will dich zu Hause haben. Hä? Was könnte ich tun? War das noch einer? Das, oh, er hat was anderes angegriffen. Der hat 66.000 Schaden gemacht, dieser Elektrik-Raptor. Das kann nicht wahr sein. Ich muss Deltas sammeln. Aber ganz dringend. Und ich brauche jetzt wieder neue Delta-Kibbel auch. Und ich muss erst Deltas töten dafür. Och, Mann, jetzt ist es alles wieder schwer. Och, Mann, ich hatte den Bulldog, der ist einfach verschwunden. Ich schwöre, der ist verschwunden. Ich habe ein kleines Problem. Nämlich ist das Vieh hinter mir her und das hat 1,2 Millionen Leben, was halt übertrieben krank ist. Und das hasst mich ein bisschen sehr. Weil sonst würde ich den Para hier mitnehmen. Der ist Passive Table, ist Level 600. Das wäre schon nice. Oh, der 2 Kibbel, den kann ich gar nicht mitnehmen. Schade. Oh, dann ist mein ganzer Plan sowieso schon wieder dahin. Ich habe nicht nur noch einen. Delta Trike braucht 3 Kibbel und ist K.O. Warte, warte, warte. Ich werde jetzt testen, wie viel meine Pfeile machen. Ich werde den einfach so hinten auf den Rücken schießen mal. Die machen ordentlich Topor. Die machen gute Topor. Ich muss nur mehr Narkosemittel craften. Dann kann ich mir noch mehr machen. Ich habe nicht aus Versehen noch am Anfang erst falsche Pfeile gecraftet. Oh nein. Prime Insekt wieder hinter mir. Welches Level bist du? 83 nehme ich mit zum Bärenfarm. Aua. Oh. Ich hab mich so erschrocken. Oh mein Gott, ja, meinen letzten Kill habe ich jetzt auch gewastet. Ich dachte nicht, dass der so schnell ist. Ich hab mich so erschrocken, ihr wisst es gar nicht. Ich bin so zusammengezuckt. Oh mein Gott, zum Glück mache ich das nicht mit Facecam. Ich bin so zusammengezuckt, das war schrecklich. Okay, traumatisierende Dinge sind passiert, aber wisst ihr was? Davon lassen wir uns natürlich nicht abbringen. Wo ist meine Alpha-Biene schon wieder? Ist sie irgendwo draußen? Da wisst ihr ja. Komm her, ich hol noch mehr Alpha-Bienen ran. Oh, die haben eine Cooldown. Dann mache ich eine Delta-Biene. Wo ist die jetzt schon wieder? Hinter mir. Kommt rein, meine Freunde. Ich hab zumindest Bienen. Wenn schon alles andere wieder stirbt und so, zumindest seid ihr meine Freunde. Ich glaube, ich hätte den Dino-Wipe nie machen sollen. Hier rennen überall diese Elektrik-Raptoren rum und die nehmen absolut alles auseinander. Ja, der hat den Affen so schnell gerackt. Bitte Loot, bitte Loot, bitte Loot. Hast du Loot? Hast du Loot? Nee, Mann, du hast gar kein Loot. Warum denn nicht? Ja, ich renne auch direkt weiter. Ich brauche immer noch Sachen für Delta-Kibbel. Ah, vielleicht kann ich den hier töten, um wieder Kristalle zu haben. Ich habe nämlich einfach keine Kristalle mehr. Oh, da ist noch ein Pego, verdammt. Oh nein, 12 auf einmal ist unfair. Übrigens, ich mache gerade so wenig Damage, weil ich die falsche Armbrust in der Hand habe auch. Aber in der anderen sind die Betäubungspfeile drin. Haha. Oh, no, no, no. Oh, ich habe gar keinen Bock schon wieder. Pego, stirb, Mann. 16.000 Leben, oder was? Ich suche mit Dodo. Haha, Mr. Dodos. Was für? Du rennst immer noch hinter mir. Oh, ich hatte mich gerade über den Dodo gefreut. Okay, wir gehen jetzt ein bisschen tauchen. Nämlich brauche ich einen Meat-Spoiler. Und für den Meat-Spoiler brauche ich Öl und Cementing Paste. Das sind die beiden Sachen, die mir fehlen. Ich hoffe, ich werde nicht von irgendwas verfolgt. So, wir gehen hier einfach ein bisschen tauchen. Ich habe zum Glück Sauerstoff geskillt genug. Oh nein, da wäre ich gleich schon geschockt. Ich renne gleich immer weiter. Ja, rennen vor allem. Schwimmen ist das hier, Mann. Oh, aber ganz schnell wieder weg. Ah, alles unter Kontrolle, Leute. Ihr denkt auch, das wäre hier irgendwie eine schwierige Situation. Nee, ist es gar nicht. Alles absolut gechillt. Öl ist gefarmt. Cementing Paste. Muss ich gucken, wie ich das mache? Eine Schildkröte töten oder so? Ich brauche auf jeden Fall so einen Spoiler, sonst wird einfach mein Fleisch nicht vergammelt. Leute, ich bin ehrlich zu euch, ich will einfach nicht mehr sterben. Ich will nicht mehr. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Leute haben in die Kommentare geschrieben, die Mod ist schwer. Ja, die Mod ist schwer. Ist sie wirklich. Ich habe ein paar Delta-Dinos gekillt gerade. Das hat ganz gut geklappt. Der Raptor geht gerade auf den Para. Das klappt auch schon mal gut. Ich suche die ganze Zeit nach einer Schildkröte, die ich töten könnte. Sehe aber nur so Alpha-Viecher mit 420.000 Leben. Oder da hinten ist eine Delta. Nee, das ist nicht mehr eine Schildkröte. Jetzt werde ich der Jaboa wieder töten. Jetzt hasst der mich wieder. Ja, jetzt der Dillo auch. Schade. Ich habe keine Ausnahme mehr. Das ist mein Ende. Das ist schon wieder mein Ende. Es geht die ganze Zeit so weiter. Ich finde einfach nichts. Ich habe schon nach Insekten geguckt, auch so ein bisschen. Ich so, vielleicht ein Insekt. Das reicht nämlich. Ich brauche nur 15 Cementing Paste oder so. Der hat mir 12.000 Schaden gemacht, der Jaboa. Habe ich eigentlich meine Rüstung? Ist die eigentlich kaputt? Die ist direkt kaputt gewesen wieder. Och, Mann, und die war so teuer. Oh, ja, dann laufe ich lieber wieder nackt rum. Ich habe 21.000 Erfahrung verloren übrigens. Hier siehst du, nächste Schildkröte. Die hat auch wieder 140.000 Leben. Wie soll ich die töten? Nee, gar nicht einfach. Hier, nächste Schildkröte. Eine Mille Leben. Ja, perfekt. Nee, die kriege ich auch nicht tot. Okay, Insekten wurden gefunden. Das ist aber wieder große Zwischen. Also werde ich jetzt versuchen, die Kleinen hinten zu töten irgendwie. Und vor den Großen wegzurennen währenddessen. Das ist mein großartiger Plan. Einen habe ich getötet. Oh, oh, dass wir wegrennen, hat schon mal nicht so gut geklappt gerade. Ich muss irgendwie das Insekt abbauen. Bitte, 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 bitte. Darf ich? Ah, nee, ich habe nur Fleisch bekommen. Och nein, ich wurde gescampt. Okay, ich wurde gescampt. Erste Runde wurde ich gescampt. Was mit dem Delta-Dings? Und das hat auch 34.000 Leben. Perfekt. Warum hat das 34.000 Leben? Ja, das weiß keiner. Das ist einfach anscheinend das OP-Insekt überhaupt, so ein Delta-Insekt. Kann man das zähmen überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich würde da gerne mal drauf gucken, aber das Alpha-Insekt ist halt auch in der Nähe. Ja, das kann man ausnocken anscheinend. Okay, ich habe nur Fleisch bekommen und ich sehe gerade die anderen nicht.
Die sind viel zu schnell und haben so viel Leben. Och Mann, es ist so schwer. Ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, wie ist der bitte da jetzt hingekommen? Ja, das weiß ich selber nicht so genau, aber ich werde jetzt Pinguine töten und Polybär mitnehmen. Ich habe noch kein GT gefunden. Also nichts, was ich mir irgendwie wirklich mitnehmen könnte, wo ich nicht sterben würde. Und jetzt bin ich im Schneegebiet und töte Pinguine und nehme Polybär mit. Wofür genau? Das weiß ich noch nicht. Da oben ist ein brennender komischer Affe. Habt ihr den gesehen? Hier gibt's Trikes auch. Ich hätte so gern einen Trike. Aber drei Delta-Kibbel und ich muss den irgendwie ausnocken. Und ich kann den halt nicht ausnocken, weil ich habe kein Spoiled Meat. Und deshalb kann ich keine Narkose mit craften. Yo, brennender Feuer-Dillo-Heini. Du hast den zu brennen gebracht. Es ist wild. Hier ist wild. Aber der hat nur 4000 Leben. Den kann ich mitnehmen, glaube ich. Okay, das war ein guter Treffer. Okay, 2000. Let's go. Er ist übel langsam. Okay, sein Mate ist auch aggro. Nee, das ist nicht so cool. Easy. Delta Kristall wieder mitgenommen. Ich werde irgendwas finden für Chitin. Ich sage euch das. Ey, nee, ich habe einfach schon wieder genug. Ich habe einfach schon wieder genug. Ja, wenn man denkt, es könnte nicht schlimmer werden. Wenn schon zwei fette Golems hinter mir herrennen, dann kommt hier noch so eine komische Riesenameise wieder. Ach Mann, kann ich einfach ins Wasser gehen und die können nicht hinterher? Oh, die können absolut hinterher. Oh, die können unter Wasser laufen. Oh, die können unter Wasser laufen. Ach Mann, lass mich doch bitte in Ruhe. Da ist meine Lösung. Und ich hätte schon viel früher darauf kommen können. Chitin. 600 Chitin. Und Öl. Ich kann es noch nicht ganz glauben, aber der Spoiler ist da. Wir haben es wirklich geschafft. Kleiner Fortschritt, aber für mich ist es ein ganz großer Fortschritt. So, verdorbenes Fleisch wird produziert. Jetzt kann ich gleich Narkosemittel machen und damit können wir uns endlich einen guten Delta holen. Ich habe gerade 5 Kibbel gemacht. Es kann losgehen. Jetzt wird nicht mehr aufzuhalten. Ich werde mir Para oder ein Trike holen. Irgendwas von den beiden und es wird großartig. Und zack, bin ich. Du haust mich nicht, oder? Wieder hier. Ich wollte jetzt das Trike sehen, was hier ist. Das ist 520, richtig gut. Hat 80.000 Topor. Ich habe nur 21 Pfeile. Ich hoffe, dass die reichen. Die sollten aber eigentlich reichen. Nur ich konnte nicht mehr craften, weil ich hatte keine Narkobären mehr. Und die zu pflücken ist einfach mega anstrengend. Deshalb will ich einen Trike haben. So. Ich denke, das wird cool. Und ich denke, das wird alles reichen. Guck dir das an. Ja, die Pfeile sind schon echt gut. Hat der Bock? Die Pfeile sind richtig, richtig gut sogar. Ich will nur gerne irgendwie seinen Po treffen und er darf mich halt nicht treffen. Weil wenn ich ihn halt vorne abschieße oder so, das glaube ich, ey, das bringt... Ah, das war so knapp, das war so knapp, oh mein Gott. Das war viel zu knapp, hä? Der hätte mich sonst mal hingehauen, ich wäre direkt dead gewesen, glaube ich. Ah, jetzt habe ich ihn vorne Kopf getroffen, das bringt nämlich absolut gar nichts, das habe ich einen Pfeil gewastet, ja. Och Mann, der ist halt schnell. Der ist halt richtig, richtig schnell und der haut mich halt fast. Ich habe wieder einen Kopf getroffen anscheinend. Oh, das war. Oh, no. Warum? Warum ist das anstrengender, als ich dachte? Oh, das war kein Treffer. Jetzt habe ich noch einen Pfeil gewastet. Nein, ich habe so wenig. Aber danach habe ich hoffentlich viele. Ich hab, oh nein, jetzt ist es langsam tragisch. Jetzt, oh, der hat mich echt wieder fast getroffen. Das ist alles viel zu knapp. So, das war ein Treffer. Das war auch hinten ein Treffer. Sehr gut. Oh, das war wieder so knapp. Oh, oh. Ich kann das nicht mehr. Das ist alles ein bisschen zu aufregend. Oh, nein. Oh, ich habe seinen Schwanz getroffen, das hat nicht gezählt. Oh, das. Hä, ich. Wir, oh mein Gott. Hä, wenn ich weiter so Pfeile schieße, dann reichen die nicht mal. Oh, das hat getroffen. Okay, er ist fast ausgenockt. Er ist fast ausgenockt. Okay. Irgendwann musst du auch mal. Ja, er rennt weg. Er rennt weg. Okay. Sehr gut. Viel angenehmer jetzt. Oh. Das war Klose. Das war echt Klose. So ein Schuss noch. Er liegt. Bitte Feuer, Dillo. Du machst keine Scheiße. Du. Ne. Oh nein. Nein, nein, nein. Nicht mein Trike. Nicht mein Trike. Nicht mein Trike. Greif mich an. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Aber nichts anderes. Mein Trike nicht. Weil, Greil. Bulbdog. Lecker. Bulbdog. Wie sieht's denn mit dem aus? Ja. Oh, du hast sie gewonshottet. Ach, perfekt. Jetzt willst du wieder mich. Ach so. Ja. Nee. Hier ist ein Turtle. Und hier ist ein Jabora, der mich jetzt auch hasst. Ach so. Ja. Und ein anderer Jabora, der mich jetzt auch hasst. Okay. Ja, kein Problem. Nee, ich finde das vollkommen okay. Macht eh viel mehr Spaß, wenn man von der ganzen Welt angegriffen wird. Verdammte Scheiße. Ich will doch nur meinen Trike haben. Ich glaube, das wäre logisch. Ich glaube, es wäre jetzt klug, wenn ich mich einfach killen lassen würde. Und dann wiederkomme und dann habe ich die Aggro nicht mehr. Weil ich weiß nicht, wie ich die loswerden soll. Die sind so schnell. Die sind halt so schnell. Komm hier hinterher, ins Wasser. Traust dich nicht, Feigling. Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Willst du überhaupt noch? Hä? Oh, der hat gerade wieder Aggro bekommen. Der hat echt Aggro verloren kurz. Ach Mann, was ist nur los? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Wie komme ich überhaupt da wieder hoch? So, kann ich hier so rüberspringen? Ist das ein Weg? Ja, oh. Ha, ich war kurz Parkourmeister. Oh. Ja, jetzt nicht mehr. Schade. Nach einem sehr weiten Fußmarsch und mit einem Jabor da hinten im Wasser, der ertrinkt, glaube ich, oder so, können wir jetzt endlich hier hingehen und unser Trike zähmen. Ich habe einen Sattel mitgebracht, direkt einen Delta-Trike-Sattel gecraftet. Der war nicht teuer, der braucht nur so ein bisschen Delta-Height. So, zack.
Hier und einen noch. Warte, wo ist jetzt das Kribbel hin da? So, er ist gezähmt. Das Ding ist, bin ich im Zwiespalt, ob ich mit dem jetzt nach Hause reite oder den einpacke und hoffe, dass der nicht wieder wegbackt. Weil der Bulbdog, ich wünschte, ich hätte es auf der Aufnahme gehabt, aber wer nimmt schon auf, dass er einfach nur einen Bulbdog nach draußen wirft? Das macht halt keiner. Aber ich ärgere mich sehr, dass ich das nicht gemacht habe, weil der ist einfach verschwunden. Ich habe den diesen Ball geworfen und einfach gone. Und das ist halt ein bisschen sad. Ich will erstmal gucken, ob man mit dem gut Bären farmen kann. Und warum backt da vorne eine Turtle rum? Habt ihr die gesehen? Die ist übel am Rumbacken gewesen. So, zack. Aber wir haben unseren ersten, ich denke, so halbwegs guten Delta-Dino. Das ist doch ein Anfang. Oh nein, Schweinchen, bitte nicht mich angreifen. Gar keinen Bock drauf gerade. Let's go. Narko-Bären farmen, so viel einfacher. Reite ich wirklich nach Hause? Wenn ich Move and Speed skille, vielleicht. Dann könnte ich vielleicht zumindest wegrennen, wenn irgendwie so ein Käfer ankommt oder so ein Apex Dodo oder was weiß ich. Ah, ich habe schon Angst. Der ist immer noch langsam. Der ist immer noch sehr langsam. Oh, wie schnell ist der Wasser? Ist der Wasser so halbwegs schnell? Wahrscheinlich auch nicht. Nee, auch nicht so wirklich. Wenn ich Sauerstoff skill, kann ich mit dem vielleicht entkommen. Der Heimweg wird schrecklich. Packe ich den ein und werfe ihn nochmal raus und hoffe, dass es gut geht. Ich packe ihn jetzt ein. Wir gucken. Leute, wisst ihr was? Wir gucken jetzt einfach, was soll schon schief gehen. Ehrlich so. Zack, einpacken. Zack, rauswerfen. Er ist noch da. Ich hoffe, das bleibt doch so. So, wir gehen jetzt ab nach Hause. Diesmal nehme ich es aber auf. Okay, er ist doch da. Er ist doch da. Zum Glück. Oh, ist das schön. Und ich kann jetzt richtig viele Pfeile machen. Und wir müssen jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, was es noch so für Delta-Dinos gibt. Und ich weiß halt auch nicht, ob so ein Delta-Boss mal gespawnt ist. Weil ich habe noch nicht ansatzweise irgendwie was Delta-Bossiges gesehen, was ich wegknechten könnte. Und ich würde das halt super gerne machen, damit wir dann die Alphas zähmen können. Aber das hier ist unser erster guter Delta. Mittlerweile ist er voll okay im Wasser. Und so an Land ist er auch relativ schnell. Wir können sogar Jaboas damit weghauen. Guckt euch das an. Delta-Kristalle sind jetzt easy zu bekommen. Oh, der macht aber auch ein bisschen Damage. Es macht einfach alles Schaden. Ich muss vor allem aufpassen. Das ist echt schlimm. Alpha Dodo. Könnte ich die damit killen? Wie viel Schaden macht ein Alpha Dodo? Das werden wir jetzt gleich herausfinden. 960. Das ist eigentlich okay. Der ist nämlich jetzt auch gleich dead. Guckt euch das an. Alpha Kristall auch eingesahnt. Jo, was geht hier denn ab? Das ist ja wild. Hier sind so komische Alus gewesen und die haben absolut von dem Feuerstego auf den Sack bekommen. Der Feuerstego hat die komplett zerfetzt. Du bist nicht aggro, oder? Alpha Alus. Innerhalb von einer Sekunde gestorben. Ich nehme das ganze Alpha-Blut mit. Stego, du bist der Beste. Danke. Ey, Stego, was du alles möglich machst für mich. Guckt euch das an. Da ist halt nur Kacke drin in den Taschen. Ich denke die ganze Zeit, hier müsste mal gutes Loot sein oder so. Nee, Electric Battle Duidikos. Battle Duidikos. Ist er tot? Nee, doch nicht. Hau mal die Magnetavis eine runter, ich will das sehen. Okay, du hast gar keinen Bock. Battle Duidikos? Okay, ich bin gerade gestorben. Bin dann hier einfach mal gespawnt. Ich dachte, vielleicht finde ich irgendwelche coolen Sachen. Ja, ich finde auch coole Sachen. Alles verfolgt mich und alles ist böse. Yo, der sieht ziemlich cool aus. Den würde ich mir gerne mal angucken. Was ist das für einer? Das ist ein Apex Mantis. Der sieht schon echt sick aus. Oh, wow. Das ist ein Deathwurm. Und der ist ziemlich böse. Okay, nee, ich hier, ja. Okay, perfekt. Ja, nee, ist gut, Deathwurm. Ja, nee, ist gut, Mantis. Alles cool, Leute. Das war anscheinend ein Boss. Da stand Table mit Boss. Ich kann Deathwurm zähmen? Das ist schon ziemlich sexy. Es wird irgendwie gefühlt nicht weniger mit dem alles. Jag mich, yo! Warum springst du denn und fliegst dabei? Und da ist so eine komische Elektrospinne auch noch hinter mir. Ich habe keine Ahnung, Mann. Es ist alles schlimm. Es ist wie... Komm ich ins Wasser? Oh nein, bitte, 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 bitte. Also, das hat nicht ganz bis ins Wasser gereicht. Das ist schon okay. Jetzt hat er gleich Leben geskillt vorher. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich will eigentlich nur einen Delta Raptor. Ah, der war irgendwie auf einer anderen Map. Und da bin ich die ganze Zeit hin und her geportet. Hab die ganze Zeit auf den Sack bekommen. Das ist ein Alpha Megalodon. Ein normaler Alpha Megalodon. Ich habe keine Ahnung. Ich will mir mal gerne diese Insel angucken. Weil hier so im Sumpf ist bestimmt auch super wild. Alpha Sarko. Ich glaube, ich hoffe, es spawnt ein Bloodstalker. Prime Bloodstalker. Und der ist jetzt schon sauer. Warum sind die Primes immer von überall sauer? Der Spino sieht so sexy aus. Oh mein Gott. Ich will ein Feier-Spino in meinem Leben, aber unbedingt. Ich hoffe auch, dass die Bosse halt spawnen, weil ich habe auch noch nicht so einen Tame-Boss oder überhaupt Boss von Deltas gesehen. Es könnte sein, dass wir noch die Map wechseln müssen, wenn das so sein sollte. Wenn ich merke, so die Spawns, die passen so gar nicht, dann lade ich meine Dinos hoch, nehme die mit rüber und dann bauen wir einfach nochmal ein kleines Hütchen dahin. Wir haben bis jetzt noch nicht so super viel, wäre kein Weltuntergang. Aber wenn das so sein sollte, Leute, was wäre so eine Map-Empfehlung von euch? Worauf hättet ihr Bock? Weil dann checke ich so ein bisschen die Spawns vorher ab diesmal, weil jetzt habe ich ja eh schon einiges gesehen und dann hoffe ich, dass da zum Beispiel Bosse und Delta-Rexes spawnen, weil das wäre halt ein richtig nicer Tame. Kann es sein, dass Bulbdogs einfach so verschwinden in der Mod? Ich will ja nichts sagen. Aber hier ist ein Delta Bulbdog. Angeblich.
Und hier ist auch, steht auch der Name. Und ich kann den nicht mal Passive Tame oder sowas. Kann ich den hauen? Ich kann den hauen. Ich habe ihn gehauen, glaube ich. Ja, der ist hier. Angeblich. Vielleicht ist einfach nur der Bulldog verbuggt und ich kann alles andere easy einpacken. Guckt euch das an. Er rennt vor mir weg. Ich sehe ihn nicht mal. Würde ich ja gerne tame. Eigentlich wollte ich nämlich noch einen Bulldog zähmen. Ich dachte so, ich hole mir einen neuen dran. Aber vielleicht steht meiner dann sogar noch irgendwo rum. Okay, dann wird es anscheinend eine Delta-A-Weise, wenn ich den Bulldog nicht sehen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt sehen kann. Und ich sehe dann Raptor, der ist schon wieder sauber. Das ist ein Para. Okay. Para, übernimmst du. Komm, wir wechseln mal. Ah, nee! Nein! Warum? Bulldog, please. Du nimmst Aggro, ne? Du hast Bock. Ja. Nee, hast du nicht. Okay, ist gut. Apex Raptor, töte mich halt schon wieder. Ist okay. Ich wollte sowieso wieder sterben. Ich wollte gar nicht zu meiner komischen Ameise. Jetzt darf ich die wieder raussuchen. Och, Mann. Neuer Versuch, bin diesmal hinten lang gelaufen, den Berg runtergelaufen. Der Raptor dürfte mich nicht gesehen haben, hoffe ich. Ich habe nur 7 Pfeile, ich hoffe, der braucht nicht so viele. Warum habe ich nur 7 Pfeile? Kann ich nicht mehr craften? Ich habe Narkose zu Hause gemacht. Oh mein Gott, ich habe die Pfeile nicht gemacht, ich bin so ein Troll. Egal, wer braucht schon Pfeile, wenn er den jetzt einfach mit den 7 Pfeilen auslocken kann? Da ist sie, sie ist schon aggro, okay, perfekt. So, zack. Der hat auch 57.000... Ah, nein. Ah, nein, ich bin in die andere reingelassen. Oh nein. Warum? Leute, neuer Versuch. Okay, diesmal habe ich, glaube ich, nur die Aggro. Die macht so viel Damage! Ich habe keine Rüstung an, da war was. Das war einfach nur ein taktisch kluger Schachzug. Nämlich ist die jetzt hier in der Ecke. Und jetzt kann ich hoffentlich einfach auf die schießen. Ohne, dass die andere Aggro wird. Ja, guckt euch das an, hier. Guckt euch das an. Einfach ein Machertyp. Unglaublich. Jetzt habe ich übrigens meine Rüstung repariert. Jetzt habe ich wieder eine komplette Rüstung an. Auch wenn ich glaube, dass ich das bereuen werde, dass ich die repariert habe, weil die einfach richtig teuer war. Die war super, super teuer. Oh, kommt die hoch? Die kommt hier nicht hoch, oder? Bitte nicht. Okay, sehr gut. Ich traue mich nicht zu schießen, weil ich denke, ich treffe nicht. Ey, wie war das kein Treffer? Okay, das war ein Treffer. Sehr gut. Ich weiß nicht, was ich mit der anderen Ameise da mache. Das ist ein Schwier. Oh nein, ich habe so wenig Pfeile. Ich hätte die anderen craften können, wenn ich schon zu Hause eine Rüstung mache. Die letzten beiden müssen treffen, aber er haut gerade ab, oder? Ja, er haut ab, okay. Oh, das ist schon ein bisschen hoch, oder? Okay, nicht so hoch, alles gut. So, jetzt greift er anscheinend doch wieder an, aber meine Rüstung hält zum Glück so ein bisschen was aus. Gut, dass die auch gar nicht rumbangen, das finde ich halt auch richtig, richtig cool. So, wo ist jetzt meine und wo ist... Oh nein, wo rennt die hin? Ich weiß es nicht. Ah, da! Okay, hab sie gefunden. Okay, wo ist sie jetzt hin? Hier. Ist sie schon ausgenockt? Die ist doch nicht ausgenockt. War die ausgenockt? Die war ausgenockt, vielleicht, möglicherweise. Das Ding ist, was mache ich jetzt mit der hier? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich kann die nicht töten. Ich kann eigentlich auch so ziemlich gar nichts mit der machen. Kann ich die irgendwo drauflocken? Kann ich schwimmen gehen? Es, oh nein. Oh mein Gott, meine... Oh. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen weggelockt. Das ist okay. Ich habe eine Soul Trap unten drin. Das muss jetzt einfach klappen. Ein Kibbel, mehr braucht er nicht. Ich hoffe, nichts mit Akku so schnell. Bitte, hier nimm. Ah, nee, es ist nicht meine. Okay, schnell 7. Ha, einpacken. Oh, ich hab's. Und ich werde die mit euch zusammen wieder rauswerfen, bevor sie wegbackt. Sie ist nicht weggebackt. Oh mein Gott, ich hab ein Insekt. Ich hab 2 Datas gezähmt heute und das erfolgreich. Ich kann's nicht glauben. Oh mein Gott. Ey, lass mich wieder raus. Oh nein, jetzt sehe ich schon den ersten Bug wieder. Oh nein. Kann ich bitte runter? Dankeschön. Das war's schon wieder, Leute. Das war's für diese Folge. Holy shit, die hat mich wieder Nerven gekostet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Werte freuen. Das wäre super, super lieb von euch. Und hilft mir sehr weiter, wenn ihr abonnieren wollt und nichts verpassen wollt von weiteren Folgen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag. Und tschüssi. Oder bei dem Pokémon-Livestream am Wochenende. Wäre auch nice.